hatte. Und bei dem Tod im Schlaf. Das ist, spricht von der Dua und La ilaha illallah, bevor er schlafen geht, sagt. Ist der jetzt, weil konnte ja beim Sterben nicht La ilaha illallah sagen. Na. Ist der jetzt von denjenigen, die im Paradies sind, oder? Eine Person, der vor dem Schlafen gehen La ilaha illallah gesagt hat, Allahs gedacht hat, vielleicht noch ein Bittgebet oder vielleicht sogar eine Taube, eine Reue vollzogen hat und er stirbt im Schlaf. Ist das jetzt kein gutes Zeichen, weil er nicht mit den Wörtern La ilaha illallah gestorben ist? Nein. Im Gegenteil, das ist ein gutes Zeichen, alhamdulillah rabbil alamin, weil das Letzte, was er gemacht hat, waren diese Gedenksprüche und dass er Allahs Namen subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Das ist eine schöne Sache, womit du Allah subhanahu wa ta'ala dich näherst. Und wie gesagt, wir wissen nicht, ob wir aufstehen oder nicht. Gab es viele Leute, die im Schlaf gestorben sind? Das ist die Sache, liebe Geschwister.